Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Factorio Episode 10. Ich habe schon wieder versucht in der letzten Folge hier diesen Außenposten zu etablieren. Und während ich das versucht habe, wurde meine Basis schon wieder angegriffen. Deswegen machen wir jetzt Folgendes. Wir holen uns einmal. Ich mache das jetzt hier doch einmal. Zip, zip, zip. Ich nehme ein bisschen Kohle mit. Wir holen uns jetzt einen Geschützturm, der quasi hier unten. Ah, ich habe die vorhin alle abgebaut. Ich bin ja dumm. Ah, okay, ja, das erklärt natürlich einiges. Wir holen uns auf jeden Fall jetzt einen Geschützturm. Turm, so, zap. Zwei Stück davon. Und dieser Geschützturm, das wird jetzt hoffentlich dann reichen, diese Dinger zu schützen. Woher kamen die eigentlich? Das da? Das da? Ich weiß es nicht. So, wie dem auch sei, da sind Geschützturm Nummer 1. Vielleicht dahin. Und Geschützturm Nummer 2. Tatsächlich ist es jetzt nicht so wichtig, dass die sich gegenseitig schützen. Sondern. Okay. Ach ey, echt. Ich schwöre euch, sobald ich wieder wegfahre mit meinem Auto, fangen sie sofort wieder an zu angreifen. Wie dem auch sei, ich habe mir jetzt ein paar Gedanken gemacht zu der Außenpostensituation. Das große Problem ist nämlich, wir fahren jetzt einmal hin, dann kann ich es auf der Karte zeigen. Das große Problem ist nämlich, dass Kohle und Eisen ein bisschen auseinander sind. Ich meine, ja, ich könnte das alles irgendwie transportieren mit Fließbändern und so weiter und so weiter, aber das würde nicht so viel Sinn machen. Deswegen habe ich mir gedacht, wir konzentrieren jetzt auf uns in der Forschung. Ah ja, ich kann hier gleich mal hochfahren zu den Nestern. Wir konzentrieren uns jetzt in der Forschung. Oh shit. Nein! Ah! Oh shit. Ja. Okay, wir konzentrieren uns in der Forschung auf zwei Dinge. Nämlich erstens, wir wollen hier diese erweiterten Stromkreise oder Stromnetz 1. Damit können wir nämlich über größere Strecken hinweg unseren Strom transportieren. Das ist eine sehr gute Idee. Und zweitens konzentrieren wir uns auf Materialverarbeitung 3, glaube ich, müsste das sein. Wo ist es denn? Stromnetze 2. Elektrische Akkumulatoren. Nein, das ist es nicht. Das ist es auch nicht. Das ist Logistik 3. Na, wo bist du denn? Spidertron. Spannend. Raffinierte entzündliche Stoffe. Denn, na, wo ist es denn? Komm schon. Kann ich es schon bauen? Nein. Egal. Es gibt nämlich noch eine Forschung. Und bei dieser Forschung können wir tatsächlich Lichtbogenöfen bauen, die nur auf Strom laufen. Und das ist ein großer Vorteil, weil wir dann quasi nicht Kohle und Strom transportieren müssen, sondern wir müssen nur den Strom transportieren und dann können wir in den Lichtbogenöfen können wir dann quasi alles so brennen. Also das Ganze. Ja, eine Sekunde. Wow, die Kanone am Auto ist wirklich effektiver. Oh shit. Jetzt habe ich den gerade so in der Reichweite gebaut von dem einen. Aber ich will ja eigentlich nur, dass er mir den Rücken frei hält. Jetzt muss ich mal gucken, hat der irgendwie 15 und wenn ich aussteige, wie viel hat das? 10. Ah, krass. Das ist natürlich abgefahren. Na toll.
Oh shit. Jawohl. Das war's schon. Genau. Und das ist jetzt quasi, da würde ich mich jetzt gerne drauf konzentrieren, dass man halt einmal die, die Lichtbogenöfen und die Stromnetze. Ich glaube, man braucht Stromnetze für die Lichtbogenöfen. Ich müsste sie jetzt erstmal finden. So, jetzt ist erstmal das Netz, weil dann könnten wir nämlich hier komplett alles an Kohle abbauen. Das einfach nur in Strom umwandeln. Und bequem den Strom da nach unten bringen. Und ja. Dann haben wir halt sonst keine Probleme mehr. Beziehungsweise müssen wir uns sonst keine Gedanken machen über die Versorgung, weil sonst müssten wir ansonsten immer Kohle und Strom transportieren und irgendwie habe ich keinen Bock drauf. Oh, das ist ja gar kein Geschützturm, sondern das war Stein. Okay, kein Problem. Zwei Geschütze sind in einen Kampf verwickelt, okay. Ja, ich sollte vielleicht den auch nachladen und nicht die ganze Zeit anfahren. Oh shit, Upsies. Ich bin gerade über den einen Wurm drüber gefahren. Ich meine, das hat ganz gut funktioniert eigentlich. Oh nein, 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 mein Auto. So, das sollte erstmal tun. Mann, dieses Auto ist echt super. So, okay. Also nächstes können wir jetzt quasi Technologie. Ich muss jetzt einmal rausfinden, wo ist der... Die Verbrennung, also der Lichtbogenofen. Fortgeschrittene Elektronik. Ich hoffe nämlich nicht, dass wir die fortgeschrittene Elektronik benötigen. Oh, doch, brauchen wir. Oh, das ist natürlich schlecht. Das heißt, das müssen wir alles erforschen. Wissenschaftspaket. Eieieiei. Ich meine, wir brauchen es so oder so, aber das ist noch ein ganzes Stück weit weg. Na gut, dann erforschen wir erstmal Stromnetze. Eins. Das ist, glaube ich, hilfreich. Ich steige hier mal aus und repariere alles. Den nehme ich mit. Reparieren. Mitnehmen. So, und jetzt ist natürlich die Frage, habe ich genug? Nee, habe ich nicht. Ah, hier ist halt auch ein Haufen Öl. Das könnte man hier halt auch eine wunderschöne Raffinerie hinbauen und so weiter und so weiter. Oh. Ja. Ich müsste echt schauen, ob man irgendwo seinen Factorio-Führerschein machen kann. Ich bin nämlich wirklich schlecht im Fahren. Oh nein! Ich habe mein Auto abgebaut, wie dumm. So. Ein bisschen Kohle rein. Und los geht's. Ja, das ist eigentlich gar nicht schlecht hier, diese Plattform. Ey, so. Und wir möchten quasi, Kohle wird abgebaut und vermutlich nach unten geliefert. Dann würde es ja Sinn machen, wenn hier in diesem Korridor die Rohre verlegt werden. Habe ich genug? Oh nein, habe ich nicht. Ich habe nicht genug Eisenplatten dabei. Schlecht. Schlecht, schlecht, schlecht. Dann mache ich es genau in die andere Richtung. Dann wird das alles hier hochgebrettert. So. Eine Gewässerpumpe. Geht da lang. Wir haben einen von diesen Dingern hier. Eine Dampfmaschine. Der Erzförderer 2000. So.
Kohle abbauen. Hier zusammen. Und einmal muss ich den jetzt anschmeißen. Mit einem einzigen Stück Kohle, geht das? Ja. Perfekt. Ja, wunderschön. So, und das sollte jetzt eigentlich, sage ich mal, sehr lange self-sustaining sein. Kohle ist natürlich nie self-sustaining, aber na toll. Wie dem auch sei, wir können natürlich auch gleich nochmal hier ein bisschen Schutz dazu spendieren. Jetzt habe ich nämlich hier Rohöl. Mehr Rohöl, das ist super. Jetzt habe ich natürlich zufälligerweise hier ein Auge quasi auf diese Gegend. Ich glaube, ich gönne mir lieber noch einen. Kann ja nie vorsichtig genug sein. So. Und dann kann ich später halt meinen ganzen Strom hier runterbringen. Hier abbauen und mit Lichtbögenofen verarbeiten. Allerdings ist das Problem, dass Lichtbögenöfen eine lange Zeit brauchen, bis sie erforscht sind. Weil wir da quasi noch in den Kinderschuhen stecken in der Forschung. Und dafür brauchen wir auch außerdem noch das Wissenschaftspaket für Materialforschung. Das kostet bestimmt nochmal einen Haufen Gehirnschmalz. Allerdings müsste dann eigentlich größtenteils unsere Erzversorgung gelöst sein. Und dann können wir nämlich das gleiche auch machen. Oh shit, sorry. Für Kupfer. Es war echt clever da. Also es war echt gut, dass man da oben, dass wir da oben einen Geschützturm hingebaut haben. Schade, ich habe gehofft, dass man das. Schon wieder, ich fahre ständig gegen irgendwelche Steine. Ich steige jetzt hier einmal aus. Der hier ist leer. Dann tauschen wir ihn aus. Gegen den hier. Die bauen wir auch ab. Und jetzt können wir sie wieder hinbauen. Ja. Das heißt, ich muss jetzt ein bisschen forschen. Ein bisschen forschen. Und das bedeutet, ich muss mich quasi weiterhin darauf vorbereiten. Weil wir wollen ja quasi hier, Wissenschaft. Nee, das ist für Weltraumforschung. Wo war's denn? Da. Das da wollen wir. Schnellere und flexiblere Öfen, weil dann gibt es nämlich den Lichtbogenöfen, der braucht. Aber der hat auch nur ein Herstelltempo von 2 pro Minute. Also der ist nicht schneller, der braucht nur keinen Brennstoff. Und er braucht erweiterte Schaltkreise, das ist teuer. Und das heißt, wir müssen auch Kunststoff und Schwefel. Ich glaube, wir brauchen Schwefel, um Kunststoff herzustellen. Naja, toll. Das heißt, wir müssen sowieso da hinten eine Ölfabrik aufbauen. Ja, na gut, dann machen wir das. Dann bauen wir quasi eine Ölfabrik auf. Wir brauchen dafür ein paar Förderpumpen. Hör, was ist denn da passiert? Keine Kohle mehr? Oh, wie dumm. Ich habe vergessen, das so zu verbinden, als ich gegangen bin. Oh nein, das. Ich wollte erst, dass das eine Band leer gemacht wird und habe vergessen, die Kohle hinzuzufügen. Sieht aus, als wäre das nicht allzu lange her. Das macht mich wahnsinnig, dass da kein. Egal. Ich brauche Eisenplatten. So, und mit Eisenplatten kann ich nämlich quasi eine Förderpumpe. Jetzt ist die Frage, was zapfe ich an? Vermutlich das hier, oder? Das ist näher. Oder nehme ich das da? Nein, das kann ich nicht gut beschützen. Ich muss. Ich denke, ich nehme das hier. Egal. Ich
werde mich mit den Beißern. Hier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 von den Förderpumpen. Ah, genau. Dann machen wir einmal Schwefelerforschung. So. 7 Förderpumpen. Das heißt, ich mache meine Map zu. Ich brauche mehr Eisen, denke ich. Und mehr Zahnräder. So, das wären quasi erstmal die 7 Förderpumpen. Und um Plastik herzustellen, nein, um erweiterte Schaltkreise herzustellen. Erweiterte Schaltkreise, wo bist du? Man möchte meinen, ich finde hier gar nichts. Da, fortgeschrittene Elektronik. Erweiterte Schaltkreise brauchen Kunststoffstangen. Kunststoffstangen benötigen Flüssiggas und Kohle. Werden in einer Chemiefabrik hergestellt. Das bedeutet, ich brauche wohl eine Chemiefabrik. Moment. Wo ist es? Grundlegende. Ah ja, genau. Da wird. Also ich brauche eine Ölraffinerie. Und eine. Vielleicht nicht 5 Ölraffinerien. Eine Ölraffinerie und eine Chemiefabrik. Außerdem hätte ich gerne jetzt mal hier so einen größeren Strommast. Und zwar 2. Und am Ende hätte ich gerne noch ein Radar rausbekommen. Oh, das hat keine Munition mehr, dieser eine Turm. Das ist ein großes Problem, dass da denen die Munition ausgeht. Das ist ein sehr großes Problem. Ich könnte Lasertürme bauen irgendwann mal, aber die kosten mit Sicherheit ein Schweinegeld. Und das große Problem ist, oder eines der Probleme ist, momentan habe ich keine Lasertürme gebaut. Und das wäre quasi auch ein Achievement. Und ich glaube, ich habe mich auch entschieden, ich möchte den Fisch irgendwann in die Rakete tun, weil ich es witzig finde. Ich meine, ich könnte quasi, ich mache hier quasi eine zweite Mauer. Und dann kommt hier der. Und der kriegt meine Munition und ich muss neue Munition eh holen gehen. Und jetzt kann ich. Möchte ich das? Möchte ich das? Ich mache das hier, glaube ich, hin. Das ist eine gute Idee. So, und jetzt kann ich nämlich relativ. Über eine relativ weite Strecke. Oh, doch nicht über relativ weite Strecke. Schade. Über eine kurze Strecke oder eine längere Strecke als sonst. Strom bringen. Und. Lieber hier und einen noch. Der kommt hier hin und da kommt jetzt mein Radar hin, damit ich auch mal zugucken kann, falls irgendwie sich zum Beispiel hier eine riesige Masse sammelt. Böse. Vielleicht sollte ich dann meinen Turm doch noch fertig einbauen. Das ist ja abgefahren. So. Ui. So. Ja, das ist okay so. Dann kann ich jetzt nämlich wenigstens hier mit reingucken. Hier noch ein bisschen. Ah, Kupfer. Noch besseres Kupfer quasi. Uran habe ich aber noch keins gefunden. Naja. Gut. Dann wäre das erledigt. Oh, hier sind. Ich muss als. Ah, das ist so ätzend, dass jetzt hier langsam mein Eisenerz leer geht. Hier sind schon 3 Erz. Ding, sie ist leer.
Schlecht, schlecht, schlecht. Ihr dürft euch das teilen, die Arbeit hier. Und dann mache ich nochmal hier und hier einen hin. Ich hoffe, dass ich rechtzeitig fertig werde mit der ganzen Forschungsgeschichte. Ah, jetzt kann ich nämlich quasi zugucken. Ja, super. Rum, rum, rum. Ich hätte vielleicht noch ein paar von diesen Dingern mitnehmen sollen. Egal. Squeak. So. Holz kann ich abbauen. Stein braucht auch kein Mensch. Und jetzt habe ich ja meine... meine Ölgeschichten. So. Perfekt. So, und jetzt müsste ich eigentlich von hier oben Strom abzapfen. Der hat 300 Kilowatt von 900 Kilowatt. Weil das genau das ist, was der hier verbraucht. Okay, kann ich den... Ah ja. Cool. Elektrische Erzförder brauchen kurz mal 90 Watt. Maximalstrom. Okay, das heißt quasi, die brauchen zu Peak, brauchen sie jeweils 90 Watt, sind 180 Watt, also quasi habe ich eine maximale von 480 Watt, das heißt, es sind noch 400 Watt übrig, okay. Reicht aber nicht. Ich muss mehr davon bauen. So. Zap. Ja, ich denke, das ist gut genug so. Dafür kann ich noch mehr bauen. So. Dann gehe ich als erstes zurück da hoch und hol mir mehr Strom. Shit. Immer diese Felsen dazwischen. Meine Güte, ist das so schwer. Blöde Felsen. Okay, gut. Auch nicht gut. So. Ich baue quasi hier das da. Das hier. Kann ich davon noch eins bauen? Ja. So. Eine Dampfmaschine. Ein Verbindungsrohr. Die befeuerten Erzdinger habe ich ja schon. Die Greifarme. Und so. Ja, wunderschön. Wunderschön. Außerdem kann ich jetzt quasi... wie mache ich denn das? Kann ich hier die 3? Und dann mache ich quasi auf die 3 alles, was mit Strom zu tun hat? Ja, warum nicht? So. Dann ist das quasi unser erstes Türmchen.
Ja, blöd. Jetzt habe ich natürlich nicht genug Stahlträger dabei, um die ganze Stromlinie weiter so runterzusetzen. Na gut. Das heißt, ich muss einmal nach Hause fahren, einen Arsch voll Stahl mitnehmen. Ja, ich könnte ihn auch hier unterwegs brennen, oder? Ja, ich habe ein paar Öfen dabei. Ich habe leider keine. Doch, ich habe Kohle. Ich habe. Könnte auch einfach ein bisschen Stahl brennen. In freudiger Vorerwartung. Ach, je. Diese blöden Felsen. Oh. Okay. Reparieren. Ja, warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Ich brenne hier einfach meinen eigenen Stahl. Ein bisschen unabhängig von der Hauptbasis. Doch schön. Das heißt, ich kann hier ein paar von den Dingern aufstellen. Halt, Moment, brauche ich den Stahl noch? Die Stahlträger. Ja, ich brauche ihn. Ich brauche die Eisenplatten noch. Ich muss noch ein. Ich muss. Was? Oh nein! Ich glaube, ich werd nimmer. Ah, oh, das ist doch ätzend. Na gut, dann auf geht's nach Hause und. Ah! Das ist so unglaublich. Naja, gut, dann kann ich gleich wenigstens ein bisschen Stahl mitnehmen. Oh Gott, 16 zerstörte Objekte. Uiuiuiuiuiui. Nein, nicht da lang. Ah, Mann, ich bräuchte irgendwie so, keine Ahnung, irgendwas, was meinen Perimeter weiter erhöht, weil das ist doch nicht mehr lächerlich. Also das ist jetzt wirklich lächerlich, dass die so viele Objekte kaputt machen. Ups. Und auch noch meine Stahlproduktion. Haben noch einen Arsch offen, ey. Na gut. Na gut. Ich versuche es zu reparieren. Zum Glück habe ich noch die alten Öfen. Nicht mal mehr genug Greifarme. Hier ist überhaupt kein Strom mehr. Was zur Hölle ist da los? Ah, die haben den systematisch die Strommasten kaputt gemacht. Sehr clever. Clevere Viecher. Ich muss mir leider hier ein paar Greifarme gönnen und ewig viel Stahl. Ja, das heißt ewig viel. So, Tada! Fünf von den Dingern. Ich weiß nicht, ob das schon reicht. Und die sind vermutlich jetzt hier oben lang gekommen. Unfucking fassbar. Ich habe nicht mal mehr Munition dabei. Doch, ich gebe dem einfach meine Munition und hole mir selber panzerbrechende Munition. Hua, hua, hua. So. Außerdem, habe ich hier irgendwas kaputt gefahren? Hier irgendwo? Da. Zum Glück habe ich ja eine gewisse Redundanz in meiner Stromversorgung. Nicht, dass es mir dann alles zerbombt. Ja, hier. Da wollte ich hin. Eins, zwei. Ja, komm, ich nehme noch ein paar mit. Jetzt, was ist denn jetzt schon wieder los? Das funktioniert eigentlich ziemlich gut. Diese Mistviecher riechen, wenn ich nicht zu Hause bin. Ich schwöre.
sollte vielleicht demnächst mal Sprengstoff entwickeln. Wie sieht's eigentlich aus mit meiner Forschung? Ja. Ohne rote Pakete gibt es natürlich keine Forschung. Das muss mir ja eigentlich auch klar sein. Und ich dachte, ich hätte vorhin alles repariert. Habe ich aber nicht, also. So. Ich nehme jetzt noch ein paar Platten mit. Ja, das sollte reichen. 46 von den Dingern. Mann, ey. Da stürzt man auf einem Planeten ab und so kriegt man es gedankt. Ich frage mich, wenn man keine Fabrik baut, ob die trotzdem angreifen würden. Das wäre spannend. Weil ich weiß, dass die stärker und aggressiver werden, je mehr, je mehr Verschmutzung existiert. Apropos Verschmutzung, wir können ja mal auf der Karte. Ja. Kein Wunder, dass die mich hassen. Kein fucking Wunder. Was ist das hier? Reichweite der Geschütztürme. Ah, das ist hilfreich. Stromnetze. Ja, Logistiknetz haben wir noch nicht. Zugstellen und Spielernamen. Na gut, okay. Wir spielen leider nicht. Leider, leider, leider. Ups. Nicht im Multiplayer. Ich würde sehr, sehr gerne mal im Multiplayer spielen, aber es hat sich noch niemand erbarmt. Ah, okay, ein Objekt wurde beschädigt, das ist okay. Beschädigung ist in Ordnung. So. So. Hierhin, das ist gut, da kommen wir dann relativ nah an dem Feld vorbei. Ah, jetzt haben wir Schwefel fertig. Das ist gut. Dann können wir nämlich als nächstes, was wollen wir? Kunststoffe brauchen wir. Kunststoffe erforschen. So. Ah ja, genau. Und baue ich jetzt noch einen? Ja, einen geht. Einer geht noch. So. Wunderschön, jetzt pumpt er nämlich. Oh, funky. So, dann holen wir uns einen Lagertank und wir brauchen vermutlich ein paar Rohre. Supp. Der Lagertank wird natürlich auch relativ bald überlaufen. Wo ist er denn jetzt? Ah, da oben. Das ist aber okay. Ich denke, ich will ihn hier haben. Erstmal mein Auto reparieren. Und einmal müssen wir quasi. Jetzt müssen wir ein bisschen smart sein. So, das ist gut. So ist auch gut. So ist clever. So ist auch in Ordnung. Weil jetzt können wir quasi hier eins zwischenlegen, hier eins zwischenlegen, hier eins zwischenlegen. Jetzt die Frage, verbinden wir das mit einem festen? Kann ich nicht sagen. Weiß ich nicht. Aber ja, das ist gut. Jetzt wird unser Öltank gefüllt. Wir können außerdem noch quasi unseren Freunden. Mist! Ging das jetzt nicht, oder was? So, jetzt gehen auch unsere Freunde los. Zap. Zap, und die beiden auch. Oh, der muss noch verbunden werden. Das heißt, wir brauchen noch so ein Ding. Ach, unterirdische Rohre müsste ich vielleicht auch einfach mal
automatisieren. Jetzt geht nämlich dieses ganze Rohrspektakel und Debakel los. So. Und ja, jetzt sammeln wir hier Rohöl. Und ich denke, dabei belassen wir es für diese Episode. Und in der nächsten Episode können wir mal gucken, wie wir dieses Rohöl umwandeln in verschiedene andere Dinge, die wir jetzt brauchen. Unter anderem nämlich Plastik. Ja, und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Und bis zum nächsten Mal. Bye.